Hallihallo, mein lieben Homies, willkommen zu GTA, zu meinem Fahrzeughandel. So, wir werden jetzt ein neues Fahrzeug klauen. Ich hoffe mal, es wird ein bisschen mehr als nur diese Standardklasse. Kann da nicht mal eine Oberklasse jetzt bei sein? Komm. Erstmal ein PC. Da wird jetzt eine Oberklasse, ich weiß das. Ich weiß das. Oberklasse. So, anmelden. Fahrzeughandel. Fahrzeug beschaffen. Bestätigen. Und was ist es? Hey, eine Mittelklasse. Mann, die übertreiben ja richtig, wa? Läuft bei uns. Ich habe mich gerade gar nicht als CEO registriert. Aber egal, sind wir ja jetzt. So, Hannelore, bis später, ne? Wie gesagt, lass die Finger weg von den Big Macs. Die ist nur am Futtern. Was denn, da beschwert die sich immer über ihre Figur. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht so weit, den Wagen zu holen. Aber heute sind wir guten Dinge. Das geht heute ratzfatz. Fehlerfrei wie immer. Halt die Klappe. Die quasselt immer, ne? Das ist mein Auto. Oh, ich habe extra den Mechaniker angerufen. Ach, egal, komm. Oh, mit der Gurke hier. Wir sind da nicht eingebildet. Wir nehmen das, was wir haben. Und machen daraus das Beste. Wow. Das fängt schon gut an hier. Ja, nächstes Mal warten wir, bis es hell ist. Steht der Wagen da oder fährt er? Er fährt natürlich. Okay. Ach, schon wieder so was hier. Ach Mann, ey. Dann ist natürlich wieder den beschissenen Wagen ausgesucht jetzt. Da hätten wir doch lieber unseren Centerno nehmen können. Aber egal, wir ziehen das jetzt eiskalt durch. Meine lieben Homies, drückt mir die Daumen. Oh, läuft hier. Schade, dass man vorher nicht weiß. Meine Güte, ist das ein Pissspiel, Alter. Schon kein Bock mehr auf die Kacke. Meine Fresse, da hätte ich doch mein scheiß Auto genommen. Bleib mal stehen, du Penner jetzt. Ja, ich treff den nicht, oder was? Da gesehen wird, geht mein lieben Homies. Habt ihr das gesehen, wie das geht? Erst ein bisschen aufregen und dann klappt das. Mann, fuck. Ausgerechnet da sind jetzt überall die Bullen. Knall hier gar keinen ab. Außer dem Fahrer, der war scheißegal. Das ist bis jetzt der Autonom knacken oder was? Ja, genau. Da sehen wir die Momis. Boah, der dreht aber hier. So spielen Profis. Eigenlob stinkt. Warum erst meckern? Klappt aber so. War doch wohl normal, dass ich das schaffe, oder? Sehr schön. Dann müssen wir noch 5,8 Kilometer aushalten. Ja, ich sag mal, der Wagen, der wird auf jeden Fall Schrott. Kommt noch etlicher Schaden bei. Hat er gesagt, Reparaturkosten. Wenn wir den überhaupt nach Hause bekommen. Wir lassen uns überraschen. Warum ist der so rutschen? Können wir eigentlich Lester anrufen?
What do you need exactly? Handlungslevel weglässt. So you don't want to get in serious trouble, huh? Okay, leave it with me. Meine lieben Homies. Ich würde mal sagen, das haben wir jetzt schon erfolgreich in der Tasche, das Ding. Sehr schön. Oder gehen uns noch ein paar andere jetzt hier auf den Sack? Ich glaube nicht. Bis jetzt auf jeden Fall haben wir 4.800 Dollar Reparaturkosten. Ich meine, damit können wir leben. Ist ein Mittelklassewagen, da kommt ein bisschen mehr raus. Als bei diesem Standardklassewagen. Aber ist ja auch normal. Ich reg mich einfach mal viel zu schnell auf. Ich muss echt ruhiger werden in diesem Spiel. Aber ich glaube, das werde ich nie schaffen. Naja, sieht da nicht schlecht aus. Kann man mit leben. Ich weiß gar nicht mehr, was wir dafür bekommen. War da was mit 67.000 Dollar oder so? Wir werden es nachher sehen, wenn wir ihn verkaufen. Auf jeden Fall wieder professionell fehlerfrei durchgezogen. Ohne irgendeinen Unfall. Was da unten steht, Reparaturkosten, das haben wir zur Verfügung. Wir kriegen das Geld, weil wir einfach so gut sind. Nein. So, ab auf die Autobahn. Yeah, wunderbar. Kilometer noch. Ja, den Sieg haben wir auf jeden Fall sicher in der Tasche. Das sieht doch gut aus. Sind doch gleich da. Aber der Wagen hier, der ist auch nichts für mich. Ich bin mehr so der Centorno-Fahrer. Geht nichts über diesen Wagen, einfach nur der Beste. Jawohl, meine lieben Momis, wir haben es geschafft. Abgeliefert. 5.850 Reparaturkosten. Naja. Man kann nicht alles haben, ne? Auf jeden Fall, meine lieben Homies, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Den Wagen gleich verkaufen. Also, bis gleich, meine lieben Homies.